Jetzt habe ich hier neben mir stehen Mafros, Ringsprecher hier bei Alles oder Nichts, G-Man, Fight Night. Hallo Mafros, wie geht's dir jetzt erstmal? Guck mich an, ich bin klitschnass. Ich merke es, ich sehe. Also wirklich, wirklich klitschnass. Es liegt nicht daran, dass die Halle, die Friedrich-Ebert-Halle, Löcher im Dach hat, sondern der letzte Kampf war echt schweißtreibend. Erst nach dem ganzen Abend arbeiten, dann beim Ahmad Ali-Kampf zuzuschauen, war großes Kino. Ich bin durchgeschwitzt, für mich, wie wenn ich mitgeboxt hätte. Und dann ich wollte gerade sagen, hast du mitgeboxt? Und dann, ja, und dann anschließend was Kaltes trinken, dann fängst du schwitzen an. Also, aber es war toll. Also der letzte Kampf war toll. Nach Offenbach und heute gerade zum besonderen Tag von seinem Papa. Stockt mir selbst der Atem. Großartig, toller Kampf. Hat sich nicht auf das eingelassen, was der Gegner provozieren wollte. Toll, Chapeau. Für mich der Kampf des Abends. Mega. Ich wollte gerade fragen, was denn für einen Kampf fandest du denn jetzt so am besten für dich? Also gut, war jetzt der von Ali. Also, gab es noch einen anderen? Absolut. Der Kampf vom Ali war ein Träumchen, also der hat mir gefallen. Und man muss auch ehrlich sein, wir hatten ein paar besondere Kämpfe, sagen wir es so. Hinten raus war es richtig gut. Sarah war gut, Ali war gut. Sarah Scheurich war ein Knaller. Also da vor dem Kampf hatte ich so ein bisschen, wollte ich mal gucken, wenn eine K1-Weltmeisterin ihr Profidebüt gibt und eine Kämpferin, die sich selbst den Namen Godzilla als Kampfnamen gibt. Da erwartet man ja einiges. Und, aber Sarah hat halt gezeigt, über 100 Amateurkämpfe und jetzt im Profibereich kommt das total an und die hat der Gegnerin über die ganze Distanz keine Chance gelassen. Ja, mega, also das war wirklich auch super und was hast du denn so für neue Projekte, sag mal? Ich? Der PK da drinnen? Projekte mit Rainer wahrscheinlich irgendwo wieder. Ich unterstütze Schiemann ein bisschen auf der Musik und auf der künstlerischen Basis. Ihr, wenn ihr es vielleicht hören wollt, könnt ihr auf die bekannten, euch bekannten Musikalportale gehen. Genau, das hattest du ja auch so ein bisschen mit in die Wege geleitet, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ein bisschen meine Erfahrung eingebracht und ja, wir hatten einen sehr, sehr guten Start vom Song. Der ist ja jetzt erst 2 Tage draußen. Heute live, Weltpremiere. Unterstützt das, ist eine gute Geschichte. Ich mag das Mädel, ich mag die Musik, die die macht. Und es ist ein G-Man-Song. Also von daher. Einfach reinhören und es gut finden. Und ja, dann vielen Dank für das kleine Interview. Und den Freunden Bescheid sagen, dass sie es machen sollen. Cheyenne Real G. Mega. Das auf jeden Fall und ja, dann noch viel Spaß hier bei der Veranstaltung, denn jetzt geht's auch gleich bei uns weiter. Danke. Danke. Und auch für euch noch viel Spaß und nachher trinkt man Mojito zusammen. Definitiv. Tschüssi.